Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Phasmophobia. Wie immer mit der Phoenixa und dem Sachsen. Hallo. So, was haben wir denn so? Wir müssen rausfinden, was es für ein Geist ist. Dann soll man ein Foto von dem lieben Geist machen. Dein Teammitglied soll Zeuge eines Geisterevents werden. Und lassen Sie einen Geist durch Salzwand. Und der liebe Geist heißt Richard Johnson. Der Richard, und der geht nur auf Leute, die alleine sind. Der ist nämlich schüchtern. Der ist männlich, finde ich. Das ist deine Kategorie. Ja. Schüchtern ist meine Kategorie? Ich glaube nicht. Nee, aber männlich. Oh, doch. Ich hatte ja letztes Mal mal die Damen. Thermometer. Ich habe die Geisterbox. Ich habe ein Thermometer und und EMF. Kamera habe ich mit. Richard, wir kommen. Wenn jemand den Knochen findet, sagt ihr Bescheid. Jo. Ich bin erstmal. Hat sich erledigt, ich habe ihn selber gefunden. Also oben ist bisher alles. Also das EMF schlägt bei mir vorne aus. Das EMF schlägt bei mir schon im Flur aus, ne? Tatsächlich. Ja, ich hatte 3 Grad. Macht das Radio? Das Radio? Ja, das läuft hier. Warte, ich mach so was mit. Ja. EMF ist auf 3. Ich hab mal ausgemacht. Geht ihr kurz raus, dann würde ich mal mit dem reden. Mhm. Wir haben Minusgrade. Cool. Bist du da? Wo bist du? Bist du hier? Bist du da? Sagst du, das ist nicht lustig? Bist du hier? Ja. Um minus 5 Grad. Also so richtig reden will er nicht mit mir gerade. Gut, dann lass uns Zeug holen, oder? Ich habe ein Buch und eine Kamera. Ich habe das EMF nochmal mit und eine Videokamera. Sonst kann ich auch die Kamera zurück. Gut, ich nehme Finger und drücke mit. Gut, okay. Alles klar. Egal.
Kamera steht. Zweite Kamera steht. Also ich sehe keine Fingerabdrücke. Schreib ins Buch. Schreib in das Buch. Schreib in das Buch. Aber vielleicht müssen wir für Aktionen hier auch alleine sein, dass er wirklich was tut. Also würde ich sagen, entweder der Sachse oder einer von uns sagt bloß, schreib in das Buch, während er alleine im Raum ist, denke ich. Möglicherweise. Tschüss. Schreib in das Buch. Ich würde gerne Waschbecken suchen. Schreib ins Buch. Ich passe drei Laufpraktikanten auf. Schreib ins Buch. Bin ich wirklich immer noch der Praktikant? Echt jetzt? Wir werden ihn ja verstehen. Schreib ins... Der hat das Buch gerade bewegt. Schreib ins Buch. Ich bin auf der Suche nach Waschen. Mag auch nicht so recht das Buch. Also Kramjörg ist nicht so seins. Schreibe in das Buch. Ich bin aber so schön, so richtig, als wäre der behindert. Schreibe in das Buch. So, ich gehe nochmal zurück, kurz. Ja, lass mich nicht alleine hier im Haus. Ja, ich komme auch mit raus. Hä, ich bin drin. Wo bist denn du? Aktivität vorbei, zählen. Na, da hat das Buch auch verrückt. Ich suche hier unten nach Waschbecken. Der Zeit ist so vorbei. Na, dann wird's jetzt interessant. Ich behalte die Fingerabdruck-Dings doch mal, falls er irgendwas dann noch bewegt. Das mit dem Salz ist ärgerlich. Was mit dem Salz? Weil wir keinen Salz mitgenommen haben. Warum fotografierst du den Monitor? Weil ich doof bin. Achso. Hopp. Also hatten wir jetzt was? Gefriertemperaturen und Geisterrot. Also hab ich bis jetzt. Phantom, ja. Mare oder Juraj? Oh, Juraj, super. Das sind ja wieder alles die aggressiven Fischer. Juraj wäre Geisterbuch. Mara wäre Geisterbox. Und Phantom wäre EMF Level 5. Welches EMF Level hatten wir? 3. Hat er auf die Geisterbox hat er auch nicht reagiert? Ne? Bis jetzt nicht. Oh, hier, der spielt mit sich selbst gerade. Falsch. Ja, das war beabsichtigt, würde ich sagen. Aber das Buch, wo liegt denn das? Sehen auf wir das dem Bett. Der Kamera? Auf dem Bett nee. Liegt das. Ich kann die andere Kamera ja immer noch drehen, dass man das Buch sieht. Ja, wir gehen nochmal rein. Klar. Achso, was macht denn das Sanity? 70. Das ist schon noch hoch, ne? 70. Weiß nicht, habe ich nicht geguckt. Ja, da geht's. Fingerabdrücke, ja, hier. Merkst du, das sagst du, jetzt drückt sie sich, weißt du? Oh, jetzt kann ich ja die Taschenlampe zurücklassen. Nee, Fingerabdrücke können ja nicht mehr. Ich habe jetzt einen Kruzifix noch mitgenommen. Wenn jemand Wasser hört, rufen. Alles klar, ich höre es wieder selber. Nee, doch nicht. Sprich mit mir. Bist du da? Bist du hier? Sagst du, du musst dort rauskommen, sonst reagiert ihr. Bist du da? Sprich mit mir. Schreib in das Buch. Machst du das? Schreib in das Buch.
schreibe ins Buch. Nö. Ich habe nur die Kamera neu platziert. Bist du da? Also er möchte weder mit mir reden, noch möchte er das Buch schreiben. Okay. Schreib ins Buch. Was war die dritte Variante? Also Sprachbox, Buch und? EMF Level 5. Okay. Haben wir noch einen EMF-Reader hier? Oben rumliegen? An der Tür müsste er noch liegen. Ja, ich sehe hier bloß einen Thermometer tatsächlich. Seid ihr etwa draußen? Nee, wir sind unten und suchen Waschbecken. Okay. Aber es geht. Okay, okay. Ich komme wieder. Schreib ins Buch. Puh, schwierig. Schreib ins Buch. Hast du das EMF noch? Ja, ich höre es bloß piepen, ich habe es nicht gefunden. Ich weiß nicht, wo es liegt. Eins ist noch unten im Van, aber wo das Abgelegte liegt, bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich hab das ein Geschirr an die Türe geschmissen gehabt. Ja. Hinter der Tür ist es auch nicht. Heißt es auch nicht. Habt ihr das nicht gehört? Was denn? Was denn? Herzschlag? Nee. War dein eigener? Nee. Na, dann holen wir noch das andere EMF, oder? Ja. Ich hab was für die Hinfahrt. Hast du mir was geklaut? Hast du Bier geklaut? Nee. Ja. Das ist gut, Falk. Finde ich echt gut von dir. Unfassbar, vor allem die Eins, ja, für uns alle. Ja, das ist für... Wir gehen ja nochmal rein. Aber die Aktivität war nicht so krass hoch, tatsächlich. 7, gut. Also wirklich gejagt. Nein, wir haben noch kein Geister-Event, wir haben kein Foto vom Geistensalz, können wir nicht. Das ist doof. Ich hab's mal hingelegt. Was denn? Das Bier. Achso, das Bier. Also er hat auch nicht ins Buch geschrieben, tatsächlich. Wo ist denn der andere EMF-Ding? Hier oben bei der, beim Thermometer. Der Sachse hat ihn jetzt. Ah. Okay. Ist aber schön ruhig drinne. Ja, wir sind bei 54, 52, 56, also ewig, ja, können wir, gucken wir noch mal, oder? Ewig können wir uns nicht drin aufhalten. Ja. Hat auch mal alle eine Kamera dabei? Ja. Das Radio gab übrigens Interaktion. Okay. Aber ich höre immer noch kein Wasser und ich habe vorhin keins gefunden. Neben mir oder so, oder? Ja. Der ist gerade uns entgegengekommen. EMF 4. Okay. Boah. Hat's mich gerissen. Nimm nur dich. Erwischt? Ich weiß es nicht. Ich will jetzt aber nicht nachgucken. Okay. Komm mal raus dort.
Tür geht gerade zu. Ich glaube, der ist gerade sonst wieder aggressiv. EMF, warte. Ja, wir können nur nicht ewig bleiben, unsere Sanity war auch nicht sehr hoch. Ja. EMF ist auf 4. Würde ich lieber nochmal Pillen einschmeißen und dann nochmal probieren. Lass mal gucken wegen den Fotos. Ich habe vorhin 1 gemacht. Ja, ich habe nur die Tür drauf. Also wir haben Interaktion. Zweimal und aber kein Geld. Ja, das Geister-Event haben wir. Also wenn es EMF ist, ist es Phantom. Könnte hinkommen, ich glaube das Phantom war sehr schnell. Und der war wirklich fix. Und der verschwindet nur, wenn du Bild machst. Geister-Event haben wir abgeschlossen, Zeit brauchen wir noch. Ach ne, haben wir jetzt mit. Ja. Das Foto noch, theoretisch. Also Phantom verursacht Angst in den Menschen um ihn herum, senkt ihren Verstand stark, wenn sie das Phantom anschauen. Fotografieren sie das Phantom, verschwindet das Tempo. Na dann. Gut. Habt ihr jetzt Pillen genommen? Also ich ja. Ja. Sorry. Hast du jetzt das Licht angemacht? Nein. Okay, alles klar. EMF ist auf 2. 5! EMF ist auf 5. Okay, dann kann man sicher. Boah, ist das laut! Chocolat, geh mal raus! Okay. Zeige dich! War schön, dich kennengelernt zu haben. Zeige dich! Zeige dich! Zeige dich! Fest, da sagst du fest entschlossen, ja. Zeige dich! Gib uns ein Zeichen! Mach mal die Tür zu! Nee, das machen wir nicht. Zeige dich! Ach, jetzt erstmal nein. Alles gut? Ich bin nicht drin. Alles gut, ich bin im Nachbarraum. Zeige dich. Zeige dich. Komm raus jetzt. EMF geht hoch. Zeige dich. Zeige dich! Vielleicht musst du mittig in den Raum reingehen. Mehr so mutig bin ich dann ohne. Oder dich in eine Ecke stellen, wo es kein Entkommen gibt. wir könnten ja noch komm, mit, zeige dich. Mit dem Namen probieren. Ich weiß nicht, Richard, zeige dich! Richard oder Robert? Richard! Ja. Nee, Richard war's. Richard, okay. Richard, komm! Komm! Vielleicht ist das ja ein Sachse, ja, der versteht das nur so. Richard! Richard, zeige dich! Zeige dich, Richard! Vielleicht geht das ablos mit dem vollen Namen, ich bin mir nicht sicher, Hans. Wie hieß denn der mit Nachnamen? Das Johnson weiß ich doch nicht. Richard Johnson! Richard Johnson, zeige dich!
Richard Johnson, zeige dich! Richard Johnson, zeige dich! Hat er jetzt wieder das Licht Angsthase! Gemacht? Ja, hat er. Angsthase. Richard Johnson, jetzt, zeige dich! Jetzt will er es echt wissen, ja. Ja. Richard Johnson, zeige dich! Ich weiß nicht, ob ich ihn hab. Aber du hast ihn gesehen. Schnell raus, erstmal. Ich hab doch gesehen, hast du ihn? Ne, gesehen ohne, ich hatte aber Herzschlag, ich weiß nicht. Jupp, Geisterbild! Gut, cool. Aus. Daher überall die Lichter ausgehen, würde ich sagen, schnell raus. Jo. Achso, ich habe meinen mutigen Port für heute abgeschlossen. Sehr gut. Du wolltest jetzt da unbedingt wissen, ne? Ja. Aber da du so gut, dass du so gut kannst, werden wir dich immer vorschicken an der Stelle. Nee, meine Sanity ist weit unten jetzt. Jetzt brauchen wir ja nicht nochmal rein. Genau. Okay. So, Salz kann man nicht machen, aber alles andere haben wir ja. Weil man sieht gar nichts auf dem Bild, ne? Nö, nee, aber hauptsache es gildet. Ja. Ich habe heute bloß noch null Bilder, also ich kann keins mehr machen. Du kannst ja gerne nochmal reingehen und nochmal ein ordentliches machen. Wenn du mich hier beschwerst. Cool. So. Halt hinten. Ach so, wieder zufügen hier. Ach so, erstmal verabschieden, ne? Ich war gerade in dir. Das ist sehr schön. Ja. Hast du auch so viel Freude daran wie ich? Ja. Ich lasse euch mal hier allein. Ja, naja. Ich habe schon mal zum Sachsen gesagt, wenn man in einem anderen Charakter ist, sind die Zähne sind viel gruseliger als alles, was das Spiel zu bieten hat. Das stimmt. So, okay, dann bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschö.